Dresdner Wurstküche seit 2,5 Jahren, noch bis 1.10. Und am 1.10. ändert sich was. Denn aus der ersten Dresdner Wurstküche am Dr. Külzring in Dresden wird Watzkes Wurstküche, wo wir uns sehr drauf freuen. Watzkes Wurstküche, das heißt, neben mir steht Mirko Unger. Mirko Unger ist der Geschäftsführer von Watzke hier in Dresden. Und aus der ersten Dresdner Wurstküche, wie er gerade gesagt hat, wird Watzkes Wurstküche. Warum wird denn aus der ersten Dresdner Wurstküche Watzkes Wurstküche? 2,5 Jahre ist es her, da hat die erste Dresdner Wurstküche hier in Dresden ihre Türen eröffnet. 2,5 Jahre hat es gedauert, dass wir das Konzept optimiert haben. Das heißt, wir stellen jetzt alle unsere Wurstspezialitäten hier im Hause her und freuen uns, dann natürlich unseren Gästen dazu ein leckeres Watzkebier dazu zu geben. Ja, das ist das eine, das Watzkebier, aber das andere sind ja, konzentrieren wir uns heute mal auf die Würste. Wurstküche, Watzkes Wurstküche, sagt ihr schon aus, es werden hier Würste hergestellt. Was sind denn das für besondere Würste? Sind das ganz normale Bratwürste oder was ist denn das Besondere daran? Also das Besondere ist natürlich die hervorragenden Zutaten hier aus der Region, hochwertige Gewürze und dann natürlich die Liebe unserer Fachleute zur Wurst, die dann diese Würste hier herstellen. Und was sind das für Würste beispielsweise? Ach so, das meinen Sie. Also wir haben eine ganz leckere Käse-Spinat-Bratwurst, unsere Kalbsbratwurst, das ist die Watzke Nummer 1, die wird jetzt auch in allen Watzke-Häusern mit angeboten, ist auch DLG prämiert. Dann haben wir zusätzlich die Dresdner nach Wiener Art. Wir haben sie nicht Wiener Wurst genannt, wir haben sie einfach Dresdner genannt, weil wir schon auch stolz auf unsere Stadt sind. Es gibt Weißwürste, wir machen den Leberkäse selbst, aber kommen Sie einfach vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Ich sehe gerade in der Hand, das ist wohl die neue Speisekarte, Wurstblatt. Genau, das ist unsere neue Speisekarte, das Wurstblatt. Kann man auch gerne mit nach Hause nehmen. Wir haben ja auch hier in unserer Wurstküche einen Verkaufstresen, wo man auch die Würste dann zu Hause zubereiten kann. Zusätzlich viel Wissenswertes über die Wurst, kleine Anekdoten. Okay, also herkommen, erste Dresdner Wurstküche, Dr. Külzring. Und ab wann ist geöffnet jeden Tag? Wir haben jeden Tag von 11 Uhr bis 23 Uhr geöffnet. Moment, außer Sonntag, da öffnen wir schon eine Stunde eher, weil sonntags gibt es bei uns immer den leckeren Sonntagsbrunch. Und neben dem Sonntagsbrunch gibt es auch am 3. Oktober den Einheitsbrunch. Was ist daran das Besondere? Ja, der Brunch bei uns ist sowieso immer was Besonderes. Man kann sich durch unsere Wurstspezialitäten genüsslich hindurch essen. Genau, dieses Wort fehlte mir. An diesem Tag sind zusätzlich alle Heißgetränke und auch noch ein Glas Sekt zusätzlich kostenlos enthalten. Und wir haben noch eine Sache, die sollten wir uns noch mal anhören, nämlich es gibt eine Party, habe ich mir sagen lassen. Eine Party, eine Wurstküchenparty. Wann? Genau, am 23. Oktober, das ist ein Montag, feiern wir die Eingliederung in die Watzke-Familie mit unseren Gästen und würden Sie dazu natürlich gerne einladen. Das heißt, ab 18:30 legt hier auch ein DJ auf. Es wird ein Flying Buffet geben. Da kann man sich schon vorstellen, es gibt Tapas-ähnliche Spezialitäten von unseren Würsten natürlich, von unserem Personal an die Tische gebracht. Letztendlich ist es eine lockere Stimmung und man kann dann den ganzen Tag, den ganzen Abend sich an genügend Getränken und Essen laben. Das Ganze kostet 24,90. Für Anwohner bieten wir sogar für 14,90 die Karten an. Und Karten gibt es hier im noch ersten Dresdner Wurstküche ab 1. Oktober Watzkes Wurstküche. Guten Appetit. Hallo, mein Name ist Michael Käbler. Ich bin der Produktionsleiter von der Wurstküche und zeige Ihnen nun, was wir denn für Fleischsorten haben, um unsere Wurst zu produzieren. Als erstes haben wir hier unser Rindfleisch. Als nächstes unser Kalbfleisch. Dann haben wir hier unser Restfett, die gewölften Schweinebacken und unser Schweinefleisch. So, jetzt kommen wir dazu, unser Fleisch zu kommissionieren. Wir haben hier das Kalbfleisch, das wir vorher gewolft haben. Und wiegen das jetzt pro Masse ab. Dazu kommt ein kleiner Teil Schweinefleisch. Und durch das Kommissionieren können wir gewährleisten, dass jede Wurst gleiche Qualität hat, gleichen Fleischanteil und dass die Produktion hintereinander weg funktioniert.
definiert haben, machen wir jetzt die Gewürze fertig. Für jedes Brät tun wir einzeln unsere Gewürze abwiegen, damit es meine gleichbleibende Qualität hat. Wir fangen an mit dem Salz. Hinzu kommt noch das Phosphat. Etwas Traubenzucker. Pfefferweiß. Unsere Muskatblüte, die gemahlene. Eine Spur Muskat. Und etwas Zitronengewürz. Damit ist die Mischung fertig für unsere Kalbsbratwurst. So, nachdem wir nun gestern unser Fleisch abgewogen haben und die Gewürze kommissioniert haben, befindet sich das Fleisch nun bei uns im Kutter. Und wir machen daraus heute Wildbockwürste. Ich schließe den Deckel und starte. Ich gebe die Gewürze hinzu und etwas Scherbeneis. Jetzt kuttern wir das Fleisch erstmal an. Nachdem das Fleisch nun angekuttert ist, geben wir die Schweinebacken und das Fett dazu. Zusammen wird es nun zu einem sämigen Brät gekuttert. Nachdem wir nun unser Grundbrät hergestellt haben, geben wir diesen Grobanteil hinzu. Im Fall unserer Wildbockwurst sind das 25%. Dieser Grobanteil wird kurz untergekuttert und verbindet sich somit mit dem Grundbrät. Das Brät für unsere Wildbockwurst ist nun fertig und ist bereit zum Abfüllen. Nachdem wir das Brät im Abfüller haben, ziehen wir den Darm auf und füllen somit gleich unsere Wildbockwürste ab. Hängen wir sie in die Räucherkammer, um sie fertig zu garen und zu räuchern. So, nach 2,5 Stunden Räuchern sind unsere Bockwürste fertig und wir können sie frisch aus dem Rauch nehmen. So, gereicht wird unsere Wildbockwurst mit einem feinen Kürbis-Kartoffelsalat, einem lauwarmen. Bitteschön, guten Appetit!